So, nun sind wir etwa am Mittelpunkt der Story angekommen. Und zwar das Abendessen befindet sich so gut wie in der Mitte. Und wir schauen Boxen. An einem merkwürdigen Fernseher. Großer Fernseher. Hübsches Sofa. Dass ich sowas leisten kann. Unglaublich. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Nope. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Ups. Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bring uns einen super Wein mit. Bis später. Oh. Also, okay. Jetzt sollen wir wahrscheinlich gleich noch was zu essen kochen. Und ich kann nicht kochen. Egal, ich kann Arzt mit dem PlayStation Controller spielen. Ich kann auch kochen damit. Servus. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Ich habe gar nichts gemacht. Das geht dich nichts an, Aiden. Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut! Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig! Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Ja. War mir klar. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ah, eine Stunde ich Zeit zu kochen. Stunde und mach Dinner. Räum hier auf und mach mich noch hübsch. Aufräumen wäre eine Sache, ja? Sie zockt. Oder waren es doch nur DVDs? Okay, ins Bücherregal. Okay, toll. Wie tief kann ich denn noch sinken? Jetzt muss ich auch noch aufräumen hier. So ein Müll. Ja, Müll. Genau, den Abfall in die Küche. Da ist ein Mülleimer. Kamera. Hier. Bam. Recht nett hat sie es ja hier. Machen wir da noch ein bisschen was. Da. Bisschen Licht machen. Hübsch. Da hat sie noch. Ja, natürlich zockt es an. Ja, schiebst du in den Schrank. So eine Fake PlayStation haben sie, können auch mal einbauen. Oh, was ist das da für ein Schrank gewesen? Hä? Lauf. Oh. Cool. Zieh mal noch was an. Okay. Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. So, wo ist hier das Badezimmer? Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche. Okay. Da haben wir noch was. Hey, hi. Okay, wo geht's hier lang? Kackhaus. La 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 la.
Oh, war ja klar. Einfach ignorieren. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Genau. Finden wir das mal. Das sieht gut aus. Und das ist nicht zu kompliziert. Ja, sagst du jetzt. Kann ich aber nicht. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Okay. Weiterblättern. Nein. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Asia-Pfanne. Ja. Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. So, keine Ahnung, ob der Typ das mal... Verbocke. Sagt sie jetzt mir, wenn ich da jetzt auch anfangen soll zu kochen, dann wird das gar nichts. Ein Kühlschrank wäre mal gut. Da haben wir einen Kühlschrank. So. Hallo? Er wollte mir, glaube ich, nur helfen, oder? Danke, Aiden. Oh, wie gut ich das kann. So, jetzt auch noch. Jetzt fängt die schon wieder an zu heulen. Zack, 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 geht alles. So, und jetzt haben wir hier aus Rewe oder Lidl oder so Fertigzeugs. Obwohl wir in Amerika, glaube ich, leben. Aber scheiß drauf. Dann hier bei Chefkoch Live. Eine Pfanne. Ah, Kochtopf. Ding, dong. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komme. Vielleicht sollte ich eventuell noch schnell was anziehen. Wo hatten die hier einen Kleiderschrank? Die hat echt eine merkwürdige Wohnung hier. Hier ist ein Kleiderschrank, hier ist ein Kleiderschrank. Hier. Ach, geh doch hin. Jetzt. Oh, ich Depp. Hab ich Zeit, noch unter die Dusche zu springen? Nein. Er steht doch vor der Haustür. Ich an. Ja, irgendwas. Sexy ist immer gut. Oh, hi Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Sieh jetzt an. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Eben. So. Jetzt guck dich nicht noch so lange an. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. So, jetzt. Ja, ich komm ja. Komm gleich. Hier, Tür auf. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Da wollte mich, glaube ich, nur jemand verarschen. Ich war ja immer noch dabei, eine Pfanne zu finden oder so, ne?
Da, X. Was schon? Da war was. Also, ich sollte den Stuhl holen, ja. Da waren wir ja stehen geblieben. Nach oben. Wie der an allem jammern muss. Also, Herd anschalten. Gasherd hier vornehmen. Bisschen Öl rein. Ah, schönes grünes. Was denn auch immer. Murksöl aus Thailand. So. Das klappt doch recht gut. Einen könnte ruhig mal ein bisschen helfen. Pfeffer ist gut. Boah, übertreib's halt. Salz ist gut. Noch ein bisschen. So. Weg damit. Ingwer können wir ja mal probieren. Ingwer? Gilt ja als Aphrodisiakum. Was? Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Ihm wird's schon nicht schmecken. Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. So, stoppen. Alter, wie ich das gut kann hier. Ich könnte meine eigene Fernsehsendung hier aufmachen. Hinzufügen. Langsam macht mir das Kochen Spaß. Sie brennt die halbe Bude ab hier. Du wirst es lieben. Abwasch hätte ich auch noch machen können. Jetzt muss ich erstmal hier eins Langeweile unter Kontrolle bringen. Soll ich jetzt gleich wieder umrichten, aber was soll's. So, da haben wir noch was. Also, wir sollten noch ein paar Teller haben. Geht ja. Alles wunderbar hier. Zumindest hat sie eine geile Aussicht. In die Stadt rein. So, das köchelt da vor sich hin. Er wollte um 8 da sein. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Was hat er jetzt wieder? So. Die Tür kann ich jetzt auch nicht mehr. Frischluft ist auch mal nicht schlecht. Steady! Was auch immer das für eine komische Firma ist. So. Also, neues Geschirr haben wir auch noch da. Also. So, passt doch. Hol noch die Gläser raus. Eine Kerze wollte ich jetzt nicht, ich wollte eigentlich noch ein paar Gläser haben, aber wenn du meinst, dass das auch okay ist, dann okay. Aha. Ja, das ist sehr witzig, Aiden. Nochmal. Kommt er gleich wieder? Wow, das ist sehr romantisch. Und brutal.
Ja, Gläser können wir keine rausholen. Alles klar, da haben wir noch eine Schüssel. Brauchen wir jetzt auch keine. Da ist ein Bett. Moment. Ah. Ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Jo, werden wir. No problemo. So. Hier hat man alles, glaube ich. Ja. In die Dusche reinlaufen. Auch cool. Ah. Komm wieder raus. So. Da haben. Alter, wie sich der Typ hier verspätet. Unglaublich sowas. Können wir ihn anrufen? Nein. Da ist noch was. Wieder aufstehen. Fernsehen gucken wir mal jetzt ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wann der Typ kommt. Da. Was auch immer. Sie. Okay. Hat sie also immer die Schnapsflasche hier auf dem Tisch stehen oder was? Unglaublich sowas. Hab ich noch irgendwo. Ah. Brutal pünktlich, ja. Werde ich dich gleich an die Nase reiben, du Pflaume, du. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Servus. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das ja. Geht doch nicht übel. So, was geht ab? Ja. Setz dich doch hin. Ich hol das. Das Ding für die Weinflasche. Das Ding für die Weinflasche. Du bist ja auch so eine Weinflasche. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Aiden. Verfluchte Scheiße. Ja, eben. Verfluchte Scheiße, Mann. Hallo? Jetzt hier. Hol mal den scheiß Ding da namens Korkenzieher. Und lass das Glas nicht fallen. So, da haben wir was. Soll ich hier aufmachen? Nein, ich mach schon. Okay. Hey. Oh, jetzt kackt aber das Spiel ab hier. Hopp! Daneben, ich hab's genau gesehen. Apartment. Boing. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe. Ich könnte jetzt ein bisschen Musik machen. Musik wäre gut. Was ist mit dir? Ich habe raus. Klein. Und stammst du von hier?
Nein, ich stamme aus. Ich kann so gar nichts machen. Musik hat nicht funktioniert. Dann nehmen wir einfach das. Ups. Hier spukt so. Das ist nichts. Das ist. Eine macht Stress. Achte nicht drauf. Vergiss ihn. Also er kennt also einen schon. Moment. Da hat man was. Boing. Soll ich doch nichts mehr machen. Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Ich bin voller Profi. Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay. Oha. Asiapfanne, ja? Ja. Ich war in China für ein Jahr. Liebe das Zeug. Oh, tja. Noch gute Wahl. Ha. Nicht zu viel, denn das ist bestimmt erst das zweite Mal, dass ich koche. Und über das erste Mal will ich lieber nicht sprechen. Da hat dann nachher die komplette Wohnung gebrannt. War es nicht so wie gerade eben. Und? Das ist gut. Gut. Freut mich, dass es dir schmeckt. Hausfrau. Hat doch ihren guten Job gemacht. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren. Beiden Stress. Höhö. Deine Eltern hast du. Juhu. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur. Er ist noch ein bisschen unruhig. Alles okay, wirklich. Kann man hier noch was kaputt machen? Richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses da? Ding mit Aiden? Nein. Also nicht richtig. Ah. Was war denn hier? Jordi, ich. Ah. Ich glaube, es ist was mit Aiden. Warte eine Sekunde. Jetzt mit dir und deiner gottverdammten Eifersucht. Warum gehst du nicht einfach zurück und verschwindest dahin, wo du fieser Poltergeist herkommst und lässt mir endlich meine Ruhe? Verschwinde hier. Bist du vielleicht taub? Hau gefälligst ab. Mann. Voll der kleine Eifersüchtige. Ist er jetzt hier und hört uns zu? Verlässt mich nie. Voll die NSA. Und? Buh. Mir langweilig. Mag spielen. Aiden gefällt es nicht, dass ich hier bin, oder, Jody? Das ist jetzt, was Aiden will. Niemand interessiert sich für mich. Auch hier war noch was Blaues, oder? Ja. Falls was Blaues. Fuck, Aiden! Ich will, dass du jetzt aufhörst! Also ich gehe lieber. Nein, Ryan, warte. Nein. Mann. Aiden ist nicht begeistert. Ich glaube, dass ihr das klären müsst. Jody, wir haben noch Zeit. Lern es doch einfach erst besser kennen, okay? Vielleicht gewöhnt sich Aiden ja daran. Vielleicht. Er braucht einfach auch eine Freundin. Und jetzt zufrieden? Du hast, was du wolltest. Ah, kann nichts tun? Er ist weg und du hast mich wieder für dich selbst. Ich hoffe, keine Ahnung, was der ist. Zufrieden und verflucht happy. Na los jetzt, flieg herum in deiner unsichtbaren Welt und lass mich heulen. Ich hasse
hasse dich. Hörst du mich, du fieses Arschloch? Das war jetzt ein bisschen gemein.